من رجال الأفراد الكتاب فيها إلى Du bist unerwünscht. Hey! Gleich verstummst du. Du kannst nicht fliehen. Ich bin jedenfalls schockiert. Es heißt, kein Mann darf den Harem betreten, sofern er kein Eunuch oder der Kalif persönlich ist. Für mich wird das also spannend. Vor uns kann sich nichts verstecken. Ihr Einfluss schwindet. Ihre Anhänger werden täglich weniger. Kabiha ist eine großartige Frau, Farah. Das war sie, als Elmutter Wakil noch lebte. Aber ihr Sohn folgte ihm nicht nach und somit ist ihre Zeit vorbei. Wenn die Ebbe kommt, wirst du mit ihr ins offene Meer gespült? Ich halte mich von Politik lieber fern, Nasrin. Ich bitte dich. Wir wissen, was du für eine bist. Genug! Die neuen Eunuchen treffen jeden Augenblick ein. Hole sie am Tor ab, Makira, und benimm dich angemessen. Komm, Nasrin. Neue Bedienstete bedeuten neue Gesichter im Harem. Wenn ich das Gewand eines Eunuchen hätte, könnte ich mich unter sie mischen. Am besten bleibe ich im Schatten. Hey! Ich glaube, das ist heute Abstand. Geh auf Erkundungsflug. Das könnte mir passen. Nur blöd, dass es schon jemand trägt. Schaffen wir dich mal aus dem Weg. Etwas eng an der Brust und am Bauch. Im Hof mit den Dattelpalmen, Dar al-Mamlaka. Gegen ein paar dieser blassen Langhaarigen gekämpft. Scheiße. Die suchen also nach mir. Hoffentlich klappt das.
Langsam. Kenne ich dich? Ich bezweifle es. Dies ist mein erster Tag. Ich käme nur ungern zu spät. Makira! Friede sei mit dir! Kennst du ihn, Makira? Ich... Was? Hast du mich bereits vergessen? Nein, nein, ich... Es tut mir leid, der Tag war sehr... Schon in Ordnung, meine Schöne. Mein Gesicht vergisst man schnell. Im Gegensatz zu deinem. Farah erwartet mich. Unter uns. Sie macht mir Angst. Bitte lass mich nicht zu spät kommen. Lass ihn hinein, Abbess. Möge Allah dich segnen, Sayyidati. Arkises, Buisum, Ifarathaine Exali. Verzeih, ich spreche leider kein Griechisch. Said, hast du dich verlaufen? Du, bitte sag, dass du Al-Kindi gelesen hast. Leider nein, Sayyidati. Lies heutzutage denn niemand mehr? Warum sollte ich Algebra lernen? Das werde ich nie brauchen. Was machst du da? Ha? Makira, ich wollte nur... In Kabias Gemach einbrechen. Du bist kein Eunuch. Geh, oder ich sage es Nasrin. Oder Farah. Was willst du ihnen sagen? Dass du mich reingelassen hast? Ich bezweifle, dass sie das erfreuen wird. Du bist eine Kahramana, oder? Du erfüllst die Wünsche der Konkubinen. Wann hat dich das letzte Mal jemand nach deinen Wünschen gefragt? Jemand, der nicht urteilt. Jemand, von dem du nie wieder hören wirst. Es muss doch etwas geben, das du brauchst, Makira. Oder willst. Da gäbe es schon etwas. Abess am Tor. Er hat nur Augen für Farah. Die Umalwalat. Mich sieht er nicht einmal an. Aber Farah benutzt Farbe, um ihre Augen größer zu machen. Und wenn ich die auch hätte, glaube ich, dass er... Sprich nicht weiter. Ich helfe dir. Wo finde ich diese Farbe? Im Lagerraum. Aber außer Nasrin darf dort niemand hinein. Farah vertraut ihr bei allem. Selbst bei ihrem Zaubertrank. Farah hat einen Zaubertrank? Nasrin trägt ihn für sie. Und Farah lässt ihn sich geben, wenn sie einen Schluck will. Sie bekommt Mundgeruch davon, aber ich gebe alles, ihn selbst zu probieren. Und das wirst du auch. Und im Gegenzug, Makira, was gibst du mir dafür? Den Schlüssel zu diesem Gemach. Augenfarbe und ein Zaubertrank. Dein Wunsch ist mir Befehl. Farbe für die Augen, ein Zaubertrank.
Ernsthaft? Also, was ist dieser Zaubertrank? Verstehe. Alkohol. Größere Augen könnten meine Verkleidung aufwerten. Nein, bleib bei der Sache, Basim. Du brauchst den Schlüssel. Ich habe Trank und Farbe. Dann hole ich den Schlüssel ab. Bitte sehr. Oh, danke. Die anderen sagen, ich wäre zu jung für Farben und Tränke. Aber ich bin nicht zu jung, um zu erfahren, wozu sie sie benutzen. Natürlich nicht. Also, den Schlüssel? Sie wissen nur mehr als ich, weil Sie dieses Buch gelesen haben. Der Garten und seine Geheimnisse. Es geht um Naturkunde, den Körper, seine Geheimnisse. Es ist berüchtigt. Hast du es gelesen? Nein. Farah bewahrt es in den Gemächern des Kalifen auf dem Dach auf. Der Zutritt ist streng verboten. Makira, wir hatten eine Abmachung. Bitte, wenn du nur das Buch holen und in meine Kammer bringen würdest. Sie ist in der östlichen Ecke, links. Na schön. Aber dann den Schlüssel. Farbe, Zaubertrank und jetzt noch unzüchtige Bücher. Ich wollte den Diener spielen, nicht einer werden. Es muss einen anderen Zugang geben.
bezahlst du? Was hast du vor, Kaitan? Ich lasse mich sicher nicht überraschen. Wenn sich jemand hierher kommt. Farbe, Zaubertrank und jetzt noch unzüchtige Bücher. Ich wollte den Diener spielen, nicht einer werden. Wirklich. Hat mir aus 30 Ellen Entfernung die Hälfte meiner Zehen weggebrannt. Der Koch kann einem leid tun, dass er hier so viele Mäuler stopfen muss. Was es auch ist, es tut in den Ohren weh. Es muss einen anderen Zugang geben. Leite mich, Enkidu. Vielleicht war es nichts. Vielleicht auch dich. Was? Ja. Eines Kalifen würdig. Der Garten und seine Geheimnisse. Ein zahmer Titel. Aber das war wohl die Absicht.
Beute wie die Flöhe, die sie essen. Übrigens, ich schaffe es nicht zur Zeremonie. Doch ich treffe dich danach bei der Jami al-Mansur. Der Sahib hat mich in Al-Mutbak eingeteilt. Wer weiß, wann ich da fertig sein werde. Glaubst du, sie kommen heute pünktlich? Wie viel waren sie gestern zu spät? Eine Stunde? Wir reden gleich. Das ist nicht so oft. Vor Ende der Schicht beim Hauptmann werden müssen. Warte! Triff dein Schöpfer! Lass ihn nicht entkommen! Ja. Aufpassen! Ich geh zur Glocke! Ja! Genau so mache ich alle Überstürzungen! Diese!
قرأت أحدث تعديلات ابن علي لكتاب Abu Abdullahs Ehrgeiz kennt keine Grenzen. Aber gewiss glaubt er nicht mehr daran, den Thron zu besteigen. Kennst du seine Mutter? لا يقتنع ثابت بتلك النظرية على الإطلاق. من الصعب دحضها. لا أعتقد أننا سنمتلك الأدوات اللازمة لقياس المنحنيات. Bitte schön. Viel Spaß. Hoffentlich fallen ja nicht noch mehr Aufgaben ein. Ich fürchte, ich habe ein Monster geschaffen. Das Buch ist in deiner Kammer. Jetzt... Und? Sind meine Augen größer? Riesig! Makira, ich brauche den Schlüssel. Dieser Trank, er gibt einem Selbstvertrauen. Ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen. Ja, ich kenne diesen Trank. Wir hatten eine Abmachung, Makira. Den Schlüssel. Jetzt. Warte, erst musst du den Trank zurück zu Nasrin bringen. Wenn Farah herausfindet, dass er fort ist, wird sie wütend. Dann gehört der Schlüssel dir, ich schwöre es. Meinetwegen. Trink etwas Wasser, während ich weg bin, ja? Das ist das letzte Mal, Basim. Setz dich durch. Zurück an deinen Platz. Der Trank ist wieder zurück. Alles ist, wie es sein soll. Jetzt bekomme ich den Schlüssel von Makira. Und wenn ich ihn ihr aus der Hand reißen muss... Erledigt. Meinen Teil zumindest. Danke. Seltsam, ich habe etwas Kopfschmerzen. Was passiert jetzt? Du gibst mir den Schlüssel. Ach ja. Hast du ihn nicht? Fürchtest du Kabiha? Was ist? Nein, nein. Ihr Stern ist erloschen. Das sagen alle. Ich habe nur Spaß gemacht. Hier. Endlich. Nun zur Suche nach Antworten. Ich erinnere mich an diesen Duft. Ich roch ihn auf dem Bazar und vielleicht im Harem. Aber an wem? Eine Haarnadel. Nings. Wann hat Kabiha die bekommen? Ein signierter Gedichtband Aribs. Das Meer, die Wüste, die Kobra und die Taube. Eine Karte des Kalifats und von Alamut. Trotz all des Prunks ist der Raum nahezu leer. Es scheinen Dinge zu fehlen. Vor allem Kabiha selbst. Was ist das? Was hast du ihr gegeben? Sie trinkt immer davon. Sie bat mich, es ihr zu geben. Es ist harmlos. Das nennst du harmlos, Nasrin? Du solltest gehen. Jetzt. Gib mir den Schlüssel. Was ist dir zugestoßen? Ich. Du hättest mich wirklich nicht mit der Flasche allein lassen dürfen. Ich durchsuche die Gemächer. Du kommst mit. Ich schwöre. Ich habe ihr nichts getan. Das war dein Werk? Entspann dich. Niemand achtet auf uns.
Sie werden mit dem Buch aus Nasrins Kammer viel zu beschäftigt sein. Nasrins Kammer? Der Garten und seine Geheimnisse. Nichts Anstößiges, nur eine Abhandlung über einheimische Pflanzen und ihre Wirkung in Medizin, Gift und Kosmetik. Belladonna, schwarze Tollkirsche. In kleinen Mengen sehen die Augen wirklich wundervoll damit aus. Schade, dass ich alles an sie verschwenden musste. Was? Du hast gesehen, wie Farah und Nasrin allen Gift ins Ohr träufelten. Lügen und Gerüchte über meine Herrin. Kabiha. Die eine tot, die andere entehrt. Niemand wird mehr auf sie hören. Verräterisches Weib. Was bist du? Treu. In Kabihas Abwesenheit verteidige ich den Thron gegen jene, die sie ersetzen wollen. Ihr Gemach ist leer. Sie hat dich verlassen, Makira. Du dienst einer abtrünnigen Herrin. Sie wird aus dem Palast zurückkehren, wenn die Gefahr vorbei ist. Das hättest du mir wirklich nicht sagen sollen. Es macht keinen Unterschied. Du wirst sie nie finden. Und nun, benimm dich. Es sind Kinder anwesend. Hübsches Gewand übrigens. Steht dir. Für Farah kann ich nichts tun. Aber wenn Kabiha an der Spitze des Ordens steht, könnte ich noch jene retten, die sonst durch sie leiden würden. Ich weiß genug über meine drei Verdächtigen. Es wird Zeit, Roshan um Rat zu bitten und das ein für alle Mal zu beenden.